Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Richtung hier. Ich hatte, glaube ich, gerade schon wieder so einen Gedanken begonnen. Nee, die Map funktioniert auch immer nicht. Aber wieder nicht zu Ende ausgesprochen. So, Moment. Halt, stopp. Wir werden uns nun mal ganz kurz hier... ich hatte gedacht, der wäre schön Erde, aber nee, hier ist Stein. Wir werden uns mal ganz kurz knacken legen. So. Ladadi, ladadai. So, oh, dunkel, hell. Crafting Table, da ist er. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Flop. So, zack, gute Nacht. Wunderbar. Flop. Ich bin dafür, dass man hier in Minecraft, also kann man ja auch, dass man die Sounds sich selbst erstellt. Wie gesagt, ich weiß, dass man das kann. Dann könnte ich hier immer, wenn ich schlafen gehe, dann macht's flop. Und wenn ich wieder wach bin, dann zack. Das wäre mal was. Creeper. Habt ihr wieder gemerkt, ein kleiner Gehirnleck war da bei mir gerade schon wieder. Immer wieder das Gleiche, ey. Ich brauche meistens brauche ich ein bisschen länger, um irgendwas zu checken. Aber jetzt momentan liegt es eben auch daran, dass ich so krank bin. Oh, es ist so schlimm. Wieso habe ich keine Musik? Ah. Bauen wir uns... Wunderschön. Ja, das ist wunderschön. Oh, toll. Diese Neuerung. LAN-Server. Da hinten fackelt's, Mann. Wir müssen ja ständig so einen Turm bauen, ne? Ansonsten. Tot. Ansonsten verlaufen wir uns nämlich. Okay, da hinten ist der Turm. Wir müssen ja von Turm zu Turm laufen. Demnach kommt jetzt hier was hin. Und dann müssen wir zwei Fackeln auf diese Seite platzieren. Und dann noch hier. Und dann noch dort. Jetzt bloß nicht Shift loslassen, ansonsten ist es hier vorbei. Mit unserer Exkursion. Aua. Habe ich das richtig gemacht? Jo, alles richtig. Ich fürchte, ich laufe jetzt gerade hier wohin, wo es tief hinunter geht. Ach, das geht ja noch. Ach, das ist ja noch okay hier. So, das Zuckerrohr, das kloppen wir uns auch mal eben da weg. Hep, zack. Epische Musik. Oh ja, ich sehe unsere Fackeln gar nicht. Da sind Wölfe. Oh, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich gar nicht singen möchte. Doch, ich kann nicht widerstehen. Ich kann nicht widerstehen. Hallo. Ja, hier sind Wölfe. Das ist zwar schön, aber wir haben dummerweise... Ist ja auch nicht so gut, ne? Weil von dort kann man ja gar nicht... Hui! Kann man ja gar nicht das sehen. Aber na gut. Vor allem jetzt sind wir hier. Moment, hier muss ich auf den Hügel. Wir müssen uns da wieder ein neues Türmsche bauen. Ein Türmsche mit de Würmsche im Schirmsche. Oh, das ist ein Baum. Kommt man da irgendwie hoch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, da brennt's. Oh mein Gott. Hör, weshalb regst du nicht so auf? Das ist doch 20 Kilometer von unserem Haus entfernt. Ja, aber ich hatte es früher schon mal. Ihr werdet es nicht glauben. Da wurde eine Gegend generiert und hopp, dann hat es da angefangen zu brennen. Und die ganzen Bäume, wie man hier auch sieht, die waren verbunden und dann ist das tatsächlich bis zu meinen Häusern gekommen. Deswegen werde ich mal sehen, ob ich hier vielleicht mal eben die Feuerwehr spielen kann. Oh. Seht ihr, das springt schon über hier auf die ganzen Bäume. Hier versuchen wir jetzt mal ganz schnell... Oh, schnell! Nein! Ganz schnell mal eben hier so
einen Cut zu machen. Aber wie gesagt, ich habe es schon gesehen, dass dann tatsächlich Kilometer des Seeds haben gebrannt. Und dann irgendwann auch meine Häuser. Das war nicht so erotisch. Und um das zu verhindern, werde ich nun mal eben hier ein bisschen Förster bzw. Polizei spielen hier. Kontrollierte Rodung. So, wie sieht's hier hinten aus? Hier sieht's noch ganz gut aus, ne? Passt soweit. Hier springt's nicht über, naja gut. Komm, hier sensen wir mal noch eine Sense ab. Ja gut, es ist jetzt auch nicht schön hier, den können wir so nicht stehen lassen. Das entspricht nicht meiner Ethik. Ethik? So, jetzt ist die Frage, können wir von hier aus dann noch irgendwie, irgendwo einen Fackelteil sehen? What? Hop, hop. Ja, so. Hop. Okay, das da hinten können wir sehen. Das Nähere aber seltsamerweise nicht. Aber auch cool, dass wir auf der Suche nach Regenwald sind und nach... nach Wüste. Und wie viel Wüste haben wir bisher? Und Regenwald? Okay, in der Wüste waren wir, aber das war eine alte generierte Wüste. Und diese Wölfe überall, das ist ja unfassbar. Oh, da hinten ist Regenwald. Seht ihr, wenn man muss sich immer nur beschweren. Man muss sich immer nur beschweren, dann läuft das auch. Hep. So, von hier aus kann man ganz gut den da sehen. Hier gehen wir nochmal kurz in die Höhe. Ist ja wohl die Höhe. Euch brauche ich nicht. Wow. Das ist der Alpha-Wolf da. Er sieht auf jeden Fall so gangstertechnisch aus. Und man weiß ja bekanntermaßen, dass Alpha-Wölfe immer aussehen wie Gangster. Ne? Habe ich so im Bio-Unterricht gelernt. So, Richtung stimmt. Wunderbar. Jetzt werden wir nochmal eben was essen hier oben. Bevor ich hier wieder runterplumpse. Njam, 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 njam und njam, njam, njam. Dann hüpfen wir mal eben da rüber auf den... Höp, wupp, Baum. Baum. Na, ihr Wölfe, euch würde ich ja gerne mitnehmen, aber... Zum einen habe ich keine Knochen und zum anderen bin ich noch so lang unterwegs. Sind wir noch so lang unterwegs, meine lieben Freunde. Wir spielen hier zusammen. Dass es sich fast nicht lohnen würde, hier die Wölfe mitzunehmen, weil die würden höchstwahrscheinlich eh draufgehen irgendwann. Aber egal, wenn wir irgendwann mal Knochen hier in der Nähe finden. Okay, wir gehen jetzt mal weiter auf den Regenwald zu. Regenwald. Dann setzen wir da nochmal, hopp. Dann setzen wir da nochmal eben einen Fackelturm. Oh, da oben habe ich was, ja, ja, ja. Da oben sind auch die Kakaobohnen. Kakaobohnen. Oh, der ist ja schnaggelig hier. So, hier irgendwo würde ich jetzt ganz gern unseren... Ich muss schon echt sagen, das Biom Urwald ist schon definitiv das Schickste, was sie hier in Minecraft so gebaut haben. Finde ich zumindest. Ich kann mich aber auch täuschen. So wichtig ist, dass wir von dem Turm, den wir bauen, auf jeden Fall auch den nächsten Turm sehen. Sprich, hier könnten wir eigentlich ganz gut platzieren. So, die Karte brauchen wir eh nicht, die können wir mal aus der Leiste hauen. Das knirscht auch so beim Gehen, wenn man die ganze Zeit eine Karte in der Leiste hat. Beziehungsweise, raschelt. Papier raschelt, oder? Raschelt. So, eine hierhin, eine dorthin und eine dorthin. Und zwei hierhin. Das funktioniert, möchte ich meinen. Und jetzt, hopp, oh, ab zu die Kakaobohnen. So, schön mit der brennenden Fackel mal hier im Laub rumgewüstet. Komm ich heran? Ja. Kam jetzt, kam der Kakao raus. Drei gleich. Das ist ja toll. Oh, komm hoch hier. Jetzt hört man mich abends immer schreien. Komm hoch! Oh. Hoch!
Oh, ist das schön. So, wo ist unser... Da ist unser... Oh, Moment. Den hätten wir fast noch ein bisschen höher bauen sollen wahrscheinlich, ne? Hey, das ist ja gar nicht... Oder wir roden einfach mal kurz hier die Brücke. Die Brücke. Warte, da komme ich nicht ran. Das ist ja wohl... Nicht zu glauben. Noch cooler wäre es natürlich, wenn wir so einen Urwaldriesen nach oben klettern und da oben dann die Fackeln hintun. Aber, wie ihr seht... Ja, wobei, vielleicht komme ich ja tatsächlich hier schon... Hopp. Oh! Hoch da! Tatsache. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Verdammt, aber hier kommen wir jetzt nicht weiter. Doch, doch, wir kommen weiter. Moment. Zack. Und zack. Zack. Kommen wir nicht hoch? Nein, wir kommen nicht hoch, aber... Jetzt. So, dann haben wir hier nochmal weg und dann nochmal weg. Und hier nochmal weg. Hallo? Hallo Welt! Was geht? Ups. Okay, können wir von hier aus denn... Oh, hier bloß nicht runterfallen. Können wir... Von hier aus denn da hinten, okay. Okay, das sieht vielleicht nicht so toll aus, wenn wir jetzt hier... Wie viel Urwaldholz haben wir? 2. Okay, dann setzen wir hier einfach mal ein bisschen Urwaldholz hin und zwar hier und... Ach nein, jetzt geht das los. Ja, davon habe ich noch keine Ahnung, ne? So, ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. So, hier von hier kann man auf jeden Fall den nächsten Turm sehen. Zack, du kommst weg. Zack und zack und... Zack. Oh, na gut, oben drauf passt auch. Zack und zack. Es könnte sein, dass wir demnächst keine Fackeln mehr haben. Ist es schon dunkel genug? Frage ich mich da. Ziehe spontan das Bett in die Leiste. Springe hoch und zack und gehe erstmal pennen. Schön oben auf dem Urwaldriesen. Das würde ich tatsächlich gern mal machen. Das wäre mal was, Mensch, Leute. Das wäre tatsächlich... Was ist das da? Okay, es scheint nur Sand zu sein. Oh, was ist das da? Ha! Habt ihr wahrscheinlich schon seit 20 Stunden, seht ihr das schon? Wahnsinn! Wahnsinn! Ich glaube, das ist ein Tempel. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das ein Tempel ist. Ich meine, was sollte sonst sein? Ich meine, wir waren hier ja noch nicht. Wobei, ist jetzt ein LAN-Server hier, ne? Es kann ja sein, dass irgendjemand aus meinem Netzwerk sich hier auf unseren Seed eingeloggt hat und dann ganz spontan mal gesagt hat, ey, wir bauen jetzt hier einfach mal mitten im Urwald so ein Gebäude rein. Oh, du hast ja ordentlich getragen. Ordentlich schwanger hier. So, können wir denn von... Hüpp, hüpp, hüpp. Können wir von hier aus denn... Hm. Gut, gucken wir uns erstmal das Ganze hier an. Das sieht ja auch mal interessant aus. Manometer. Hier direkt so an einem Berg dran. Ist schon cool. Darauf direkt mal hier noch eine Kakaobohne abgekloppt. Beziehungsweise 2. So. Wir bauen uns da natürlich noch eine schöne Kakaofarm. Aber nicht so, wie es viele andere tun, so mit kleinen Bäumen. Ich habe da so ein bisschen was anderes im Kopf. Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht und dann funktioniert und so, aber... Okay, da oben, hm. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal hoch, ne? Wie kommen wir am besten hoch? So, so. Erstmal auf den hier so. Höp, höp, höp. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Kann man denn von hier oben irgendwo vielleicht doch mal... Ach doch, kann man. Ja gut. Dann bauen wir uns hier oben nochmal... Eine Urwaldkuh, oh mein Gott.